Hallo, ich möchte euch einen kleinen Vorgeschmack geben auf das Manila 2.5. Dieses wird voraussichtlich in den neuen Geräten wie zum Beispiel dem HTC Firestone verfügbar sein. Wie ihr hier schon erkennen könnt, gibt es jetzt neun Schnellwahltasten, sage ich mal. Hier könnt ihr Programme, Bookmarks, Kontakte oder Widgets ablegen. Der Kalender ist weiterhin noch verfügbar, unter anderem auch hier zum Datum einstellen, Schnellwahl zum Springen, zum Alarm und eben halt der Kalender. Wie gewohnt die Kontakte, allerdings jetzt auch mit diesen Schnellwahltasten in dieser Kachelansicht. Was gibt es noch Neues? Im Kalender hat sich einiges getan. Zum Beispiel gibt es jetzt hier eine Ansicht für das ganze Jahr. Was haben wir hier noch? Wochenansicht. Dann in den Stocks hat sich optisch soweit jetzt nichts verändert. Was noch neu ist, sind hier zum Beispiel Footprints. Das funktioniert jetzt in dieser Version leider noch nicht, aber es ist ja schon mal ein Anfang, dass es überhaupt da ist. Wo sich noch einmal viel getan hat, ist hier in den Settings. Da hat HTC viele Dinge jetzt mit reingenommen, die wir vorher nicht hatten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel direkt auf diverse Dinge zugreifen, die vorher nur über das Windows-Menü erreichbar waren, habe ich jetzt hier mit drin. Die Keyboard-Einstellungen. Sind zwar im Endeffekt nur Kleinigkeiten, die aber doch den Alltag vereinfachen. Gucken, was da für eine Info kommt. Nun gut, in dieser Beta-Version funktionieren noch nicht alle Sachen. Im Moment sind da noch mehr Fehler drin, als dass einem das nützt. Aber ich denke einfach mal so als kleine Vorschau ist das doch ganz interessant gewesen.